Die ZSC Lions in Weiß traten auswärts gegen die schwedische Mannschaft Linköping an und kassierten ebenfalls früh einen Gegentreffer. Allerdings bügelte Blindenbacher den Fehlstart wenig später aus. 1:1 hieß es nach diesem Sololauf von Blindenbacher in der 7. Minute. Zu Beginn des Mitteldrittels stand es 2:2 unentschieden, bis Peter Zehner von einem Konter profitieren konnte. 3:2 in der 27. Minute. Die nächste Szene wich er mit einem langen Pass auf Zehner. Der wirkte und traf. Zum zweiten Mal an diesem Abend. 4:2 hieß es für die Zürcher. Der schwedische Vizemeister Linköping spielte phasenweise desolat. Schauen Sie, Thibaut Monnet, hier der Profiteur, der trifft zum 6:2. Die Zürcher setzten in der 58. Minute den Schlusspunkt auf einen sehr gelungenen Champions Hockey League Abend. Domenico Pidis traf zum 7:2 für den Schweizer Meister gegen Linköping. Als Underdog waren die Lions nach Schweden gereist. Mit einem Sieg im Gepäck können sie sich morgen auf den Heimweg machen.